Alguien tirando dos de puta verga. Aguante, cabrones. Es una patrulla que va de ustedes. Da con los mis sicarios. Tenemos apoyo de los grupos de refuerzo. Están en camino para llegar a donde vimos por última vez al enemigo. Sieh dir das an. Die Idioten laufen in die falsche Richtung. Verdammt, das Kartell schickt Verstärkung. Aua! Die Spinne. Ach, Kacke, hier sehe ich natürlich nichts. Ach, Kacke. Da nähert sich ein Helikopter. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten. Verstanden. Ein Team nähert sich eurer Position. Arschloch. Nein. Kein Gegner in Sicht. Sauber. Bowman, Elgato ist möglicherweise schon wieder tot. Die biometrischen Daten sind unterwegs. Hab sie. Warten Sie, ich lasse sie durchlaufen. Na endlich, Sie stimmen überein. Gut gemacht, Nomad. Elgato gehen endlich die Leben aus. Dieses Arschloch hat schon zu viele Anschläge überlebt. Möglicherweise. Der war gut. So. Gute Arbeit in Remanzo. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Selbst wenn sie die Anlage neu errichten, hat ihnen der Verlust des Rezepts für Flüssigkokain irreparablen Schaden zugefügt. Und der Tod von Elgato stürzt die gesamte Organisation ins Chaos. Das passiert, wenn sich der Boss für unsterblich hält. Danke für die Meldung, Bowman. Wir wechseln jetzt zu einem anderen Einsatzgebiet. Nomad Ende. Yo. Halt. Da oben muss ich hin. Wo komme ich denn da hin? Nein. Nein. Boah, ich dachte schon, ich fall jetzt runter. Na süß. So. Dann. Na Mensch, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da würde ich wieder rauskommen. Scheiße, ich komme hier nicht hoch. Okay, ab ins Wasser. Na, das wäre es ja erstmal gewesen. Draufgehen wegen und so. So, wo haben wir denn unseren Hubschrauber? Da haben wir unseren Hubschrauber. Tja, dann sind wir hier fertig. Tja, dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir natürlich gleich da rein. Aber ich muss meinen Hubschrauber holen, das steht da oben irgendwo. Genau da, wo natürlich diese Typen jetzt stehen. Geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Moment, such eine gute Schusslinie. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Hab das ja, Ziel. Ja, genau. Auf dein Zeichen, Boss. Greife Tangos an. Hab ein.
Schau ab, du dämlicher Sack. Ach, die greifen ja auch. Ach so. Die stimmen die. Ach ja. Okay, die dürfte sein. Da wo ich sage, sollen die angreifen, da machen die das ja auch. Cool. Was, da schon wieder was rot ist? Wo kommt der damit mal her? Der blöde Schlübbe. Alles klar? Für den Moment sah es ziemlich eng aus. Ja, ich weiß. Okay, wir können. So, jetzt sind wir im neuen Gebiet und okay, hier wird noch gar nicht angezeigt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einmal grob hier mal alles durchflügen. Oh, ich habe schon wieder gedacht, ist das hier Wasser oder was ist das? Okay, da fliegen wir mal dahin, mal sehen, was das ist. Ah, Flugplatz. Feuer. Verstanden. Feind markiert. Ich sehe das Ziel. Schießt ihr vielleicht mal, Jungs? Feindverstärkung im Anmarsch. Wo? Hier gelandet, das Kartell will einen Versorgungsflug machen. Das Flugzeug ist betankt und startklar. Du kennst doch das Sprichwort. Wenn dir das Leben Nachschub liefert, dann erledige die Ärsche und gib ihn deinen Rebellenfreunden. Kacke, da war mal eins. Bowman, hier Nomad. Wir sind in der Provinz Koani. Haben Sie was für uns? Koani ist Dreh- und Angelpunkt für die Schmuggeloperationen des Kartells. Wir sprechen hier über ein Netzwerk aus Flugzeugen, Zügen und Trucks, die bis zu 30 Tonnen Pulver über die Grenze bringen. Das Netzwerk geht auf einen Amerikaner namens Boston Reed zurück. Reed ist seit Jahren Bush-Pilot für Nidia Flores und El Boquita und hat sich irgendwann bis ins Management hochgearbeitet. Wie schnappen wir Reed? Ah, das wird heikel. Reed ist verdammt vorsichtig. Die meiste Zeit bleibt er in Deckung und arbeitet über Mittelsmänner. Sein psychologisches Profil beschreibt ihn als paranoid, aber da steckt sicher mehr dahinter. Wie jetzt? Sonderbare Geldüberweisungen, Nachrichtenverkehr mit Unbekannten jenseits der Grenze, Flüge, die nicht zu den Kartelllieferungen passen. Reed befördert mehr als nur Pulver. Und will nicht, dass Svenja davon weiß. Wir erhalten seit einiger Zeit Berichte über Kartellaktivitäten am Zugfriedhof. Versuchen Sie etwas herauszufinden. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Boah, schon lange, Alte. Wo bist du denn? Wo lebst du denn? Guti, dann fangen wir doch mal gleich hier an. Was ist das für ein Schnösel? Ach, das war ja der Amerikaner, ne? Wir haben von Kartellaktivitäten am Zugfriedhof erfahren. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Aber. Ne?
Nomad, ich habe gerade Boston Reed CIA-Profilvideo hochgeladen. Das sollte bei der Jagd hier in Guani helfen. Das ist eine Wüste hier, ne? Oder was ist das? Na, wir mal sehen, wenn das hell ist. Aber leider ist es noch dunkel. Nein, Quatsch. So wollte ich machen. Eine Schneewüste. Ne, eine Salzwüste, ne? Nennt man das nicht so? Salzwüste? Nähern uns dem Zugfriedhof. Sterben da etwa alte Züge? Als die Minen ausgebeutet waren, haben die Firmen ihre Züge hier zurückgelassen. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. Die Drohne ist oben. Warte, Zeichen von Kartellaktivität voraus. Bowman hatte offenbar recht. Wie lautet der Plan, Boss? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Ich sehe noch einen Tango. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hier ist Ziel Nummer 5. Ach, meine Güte. Es sind 10 Ziele. Da ist einer mit Maschinenpistole. Wenn das Touristen sind, fress ich einen Besen. Glaubst du, Reed hat damit zu tun? Das lässt sich rausfinden. Ach, was wird aus den Guten? Wenn möglich befreien, aber nein, sie haben keine Priorität, klar? Klar. Okay, das. Ich zähle 15. Oh, das ist immer noch nicht alles. 17, glaube ich, wenn ich es richtig zähle. Na, dann macht euch mal auf lange Folgen bereit, hier gefasst. Ich meine, ich könnte zwar reingehen wie ein Elefant. Aber ihr wisst ja, dass es nicht meine Art ist. Hier ich sehe einen Santa Blanca, Leutnant. Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Abi. Denkt dran, wir brauchen ihn lebend. Oh Gott, das war... Okay, das haben wir alle. Jetzt ist nur noch... Ne, die lassen wir vorbeifahren. Okay, bin unterwegs. Den schnell und den schnell. Aber ratzfatz, Jungs. Kommt. Ich sehe das Ziel. Ziele fast. Bin bereit. Hab ihn. Oh, gerade so. War gerade zu Ende meine Akku. Mein Akku vom Dings. Schön liegen bleiben da oben. Super. Warte mal, der Gelbe geht nach außen, ne? Kann das sein? Kann man uns sehen. Jetzt könnt ihr mich da ins Haus, in diesen komischen Wagen reinschleichen. Nach einer gewissen Zeit geht er da rein.
Geh in Position. Okay. Ziel markiert. Suche bessere Schusslinie. Ich hab das Ziel. Tango getötet. Jetzt geht er dahin. Oh, da kann ich auch hin. Da sieht auch keiner was. Oh. Zurückbleiben. Verstanden. Kletter rein. Oh nein, ich komme hier nicht durch. Du fliegst auf, bleib zurück. Ach, Kacke. Unterwegs. Brauche neue Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Feind am Boden. Okay. Obwohl, den da hinten hätte ich jetzt auch noch erledigen können. Die zwei. Ah, jetzt kommt er zurück. Na, nicht übereilen. Eins, zwei, drei, vier. Und der krebelt da noch rum. Tango ist markiert. Ich bin bereit. Roger, Ziel erfasst. Tango ist markiert. Erledigt. In Bereitschaft. Ein bisschen schwinden die dahin, wa? Eins, zwei, drei, vier. Könnte ich erledigen, wenn er da irgendwo rumkrebelt? Nein, jetzt nicht. Probieren wir es? Ach, wir probieren es. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Bereit. Auf deinen Befehl. Einer weniger. Alles gut, alles gut. Jetzt haben wir den, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den da.